Ja, ist eine verrückte Geschichte. Als sie mir aufgetragen worden ist oder sagen wir mal übermittelt worden ist, habe ich erstmal gedacht, okay, was soll das jetzt? Ja? Dann, als ich die Erklärung gehört habe und die Möglichkeit gesehen habe, habe ich gesagt, hey, coole Geschichte eigentlich, ne? Weil wer hat schon die Möglichkeit, dies zu tun? Und Sebastian hat sich auch gleich bereit erklärt, er ist verrückt genug, positiv verrückt, dies auch zu tun. Ich bin froh, dass ich dabei bin und ihm da assistieren kann ein bisschen auch und dass wir auch vor allem für unsere Eintracht. Natürlich, das erste Torschießen in Schwerelosigkeit, was Besonderes und darauf freuen wir uns. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil wir haben gar keine Erfahrung drin. Also keiner war noch in der Schwerelosigkeit, also wahrscheinlich wie in einem Traum. Ja? Wenn du im Traum wegrennen möchtest, läufst du auch immer in Zeitlupe so gefühlt oder schwebst dahin. Und so wird es wahrscheinlich genauso sein und deswegen, ich bin schon gespannt. Also ein Kribbeln ist auch ein bisschen da. Es ist mehr Kribbeln, als wenn ein Spiel anfängt. Of course, I can be only happy and I'm looking forward to make it tomorrow. You know, you can see it, a lot of people with not just a good vibes, good energy. So it's nice. I think it's something fun and that's good. Oh, just a lot of fun. Like I said, I think we're only here to, you know, to do something that it's almost unique and we just want to enjoy this. Ja, absolut. Ich glaube, die strahlen eigentlich nur. Hier ein bisschen rumdatteln, ein bisschen rumkicken und so. Jetzt können Sie Sebastian das eine oder andere reinhauen hier. Ja, das haben Sie auch nicht immer die Möglichkeit. Und deswegen ist es etwas, den Spaß machen Sie gerne. Haben Sie natürlich auch für Sie, ist es einmal im Leben sowas zu machen, dann in einem Flugzeug Fußball zu spielen. Ja, gab es ja in der Form auch noch nicht. Ja. Ja, schon cool, wie das da aufgebaut ist und wie die Maschine umgebaut worden ist, auch genau für dieses Event. Die laute Musik natürlich dazu. Wir werden irgendwo dahinter im Tor, da hinten sitzen erstmal und dann, wenn es dann richtig losgeht, hier raus. Man sieht, man kann sich überall festhalten, weil wenn es irgendwann macht, mal piep. Ja, und dann ist die Schwerkraft wieder erreicht. Also musst du gucken, dass du die Beine schön am Boden hast. Nein, also es wird spannend werden ohne Ende und wir freuen uns riesig drauf.